Servus Leute, wir sind jetzt bei Hisense bei der IFA auf dem Stand und wir haben jemanden von Hisense da, der uns ein paar neue Informationen zu den ULED-TVs bringen wird. Ja, also wir haben hier mitgebracht OLED, das ist quasi eine von Hisense neu zusammengebaute Technologie, im Prinzip eine Verbesserung der konventionellen LED-Technologie. Wir erreichen hier tatsächlich durch eine aus dem Local Dimming bekannte Systematik, die natürlich dann viel besser die einzelnen Bereiche ansteuert. Nicht nur ein wirklich tiefes Schwarz, viele Grauschattierungen, sondern auch natürlich ist der Farbraum verbessert. Das heißt, wir können sehr viele und sehr lebendige leuchtende Farben darstellen. Warum wir diesen OLED-OLED-Vergleich machen, ist, wir wollen wirklich zeigen, weil behaupten kann man natürlich viel, ne? Wir haben das Bild irgendwie verbessert. Es sind natürlich immer noch zwei komplett unterschiedliche Technologien, die man an und für sich nicht miteinander vergleichen kann, weil sie wirklich so grundverschieden sind. Wir wollen einfach nur, dass man sich selbst ein Bild davon machen kann, was diese OLED-Technologie und diese Verbesserungen, diese Patente, die wir da reingesteckt haben, wirklich ausmachen im Bild. Genau. Das klingt ja schon mal super, das sieht man ja schon auf den Bildern, so, das ist, macht einen guten Eindruck. Schwarz sieht auf jeden Fall echt gut aus. Die Qualle ist cool und also von der Bildqualität auf jeden Fall. Wie viel Zoll sind das? 84? Das ist ein 84er. 84 Zoll, also gerade die richtige Größe fürs Wohnzimmer. Genau. Und wir zeigen euch gleich noch einen Rundgang und ja, wir bedanken uns erstmal für das Statement und zeigen euch gleich nochmal, was das hier so ausmacht, das OLED. Und bis dahin, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert, abonniert, bleibt hochauflösend. Let's play und ciao. Dankeschön.